Ich bin wieder da. Alex DeFenris ist der Kartenlehrling. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich dem hart verdienten Gold ein Paket kaufen. Und hoffen, dass da was Brauchbares dran ist. Tada! So. So. Ihr alle liebt es, wenn ich diese Dinger hier aufmache. Bestimmt. Na, vielleicht später. Na Quatsch. Dann wollen wir doch mal sehen, was da drin ist. Okay. Common. Common. Rare. Common. Common. Ja. Golden Common. Oh, eine Golden Common. Cultmaster. Whenever one of your other minion dies, draw a card. Ist nett in einem Deck, das öfters mal Opfer von einem Board Clear wird. Ha. Zimmer Mugal, noch ein Cultmaster. Mad Bombe. Oh. Die Karte ist mir zu seltsam. Was haben wir hier? Young Priestess. Okay. Frage ist, was davon habe ich eigentlich schon? Zwei Commons habe ich schon. Okay. Dann hole ich mir das bisschen Staub noch dazu. Ah, jetzt habe ich die zweimal. Sehr gut. Und die Cultmaster. Ah, goldene Common. Ich wollte gerade mal 50 dazu, was ist das denn hier? Nee. Nope, I don't think so. Flamestrike. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen was an meinem Magier-Deck gearbeitet und ich habe gedacht, da machen wir jetzt mal so einen kleinen Testlauf. Weil bevor ich mich wieder hier an die Arena wage, will ich mal ein bisschen hier so, stuff. Oh, Beatdown, deal 100 damage to enemy heroes, 40 Gold. Mal schauen, wie schnell wir das hinbekommen. Testen wir mal Unranked, weil in Unranked kann alles passieren. Ja. Und wie war euer Tag heute so? Gut, nicht so gut. Ja. Oh, da ist der Gegner schon. Okay, mit euch drüber gesprochen zu haben. Zwar kurz. Interessant. Jaina versus Thrall. Der Ruben. For Doomhammer. You asked for it. Ob das Match stabil bleibt. Es gibt momentan wohl kleinere Probleme mit dem Service. Draw two cards. Nope. Später ja, aber jetzt für die erste Hand nicht brauchbar, leider. Das ist schon eher was. Und ich habe vergessen, hier eine Karte rauszunehmen, die ich eigentlich so nicht mehr brauche in dieser Deckkonstellation. Hello. Und ich kann das mir nicht jetzt tun. Ist sich nicht ganz sicher, wie one er jetzt. Shot, oh. Elfen Archer. Okay. In Ordnung. Und tschüss. Dass es da jetzt etwas schneller eskaliert als ursprünglich geplant, aber. Ja.
random Totem. Machen wir alles Spells erstmal ein bisschen günstiger. Und lassen den gegnerischen Totem noch auf dem Feld. Wird jetzt weder den Frostbolt noch die Arcane Explosion darauf verwenden. Es fehlt nur eine Karte, die irgendwie die Hero Ability dann quasi um einen Mana günstiger macht. Das wäre was. Oder dass man die mehr als einmal pro Zug einsetzen kann. Das würde einige interessante Deckkombinationen ermöglichen. Oh, nice. Wir das schon mal aus dem Weg haben. Und den einen Schaden hier. So. Ab hier ist alles möglich. Alles. Wirklich alles. In der Tat. Totem, und das war's. No! So, natürlich noch ein bisschen Mana. Und der Harvest Golem. Okay. Und beenden wir diesen Zug. Ein 7er Taunt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er wird jetzt wahrscheinlich mindestens einen Zug lang zu knabbern haben. Es bleibt fraglich, ob mein Taunt so lange überlebt. Nope! Also jetzt ist das Ganze hier so, ja. Ja, genau so mache ich's. Bevor jetzt ein Boardfield zu spielen, war wahrscheinlich nicht die cleverste Lösung. Aber der kann jetzt erstmal eh nichts machen im nächsten Zug. Es sei denn, er kommt jetzt auf die Idee, zum Beispiel mit einer Iron Beak Owl sein eigenes Vieh zu silenzen. Dann könnte er zwar damit angreifen, aber gleichzeitig wird der Death Rattle Effekt aufgehoben. Das ist eine Möglichkeit. Silence hebt das Frozen auf. Was kommt als nächstes? Und Lightning Bolt. Der nächste Zug hatte einen Mana weniger.
Und Totem, ich glaube, das war's. Wir machen den nicht. Nope. Habe ich auch nicht erwartet. Weiß noch nicht, ob das jetzt so eine günstige Idee war, dass er jetzt so agiert hat. Aber gut. Arcane Explosion mit einem direkt auf den Gegner und... beziehungsweise mit einem hier drauf, ist er nämlich auch aus dem Weg. Und wir haben immer noch so für ein paar fiese Mantenten den Cone of Cold. Tauren Warrior, Taunt and Rage. Now you're talking. Ich befürchte, es wird gleich Zeit für den ersten Fireball. Und jetzt macht er den theoretisch erstmal fast unbesiegbar. Aber nur theoretisch. I'm ready. I'm not ready. Crush. No. Und sie ist ja wieder da. Na, sowas aber auch. Und es ist genau so abgelaufen, wie ich das wollte. Das würde mich überraschen, wenn er jetzt keinen Board-Clear spielt in der Hinsicht. Ne, er heilt sich. Earthen Ring Farseer, okay. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine andere Karte und ein Totem. Und dann war's das für seinen Zug. Kommt drauf an, wie viel die Karte jetzt kostet, die er spielt. Ah! Er zerstört meine Waffe, die ich nicht habe. Totem und das war's. Ja, wie vorhergesehen. Tja. Cone of Cold wird jetzt der Board Clear, mit dem man nicht gerechnet hat. Versuchen wir erstmal. Hello. Nein. Tja. 2, 4, 5, 6, 7. Nope. Greetings, friend. Thank you. Ja, 8, 19, 11. 19. Sorry that happened. Well played. GG. Me? Gewonnen. Smash! Smash! Destroy you. Eine Drohung auszustoßen, wenn der Gegner down ist. Wow. Okay. Das lief gut. Das lief erstaunlich gut. Ich bin zufrieden. Das war eine gute Leistung. Und ich würde sagen, wir geben nochmal unserem Rexa eine Chance. Ich habe eine minimale Anpassung vorgenommen. Weniger auf Card Draw Luck. Das Tracking habe ich rausgenommen. 3 Karten zu ziehen und davon eine zu behalten, das ist Kartenverbrennung. Und Card Burn ist etwas, was ich eigentlich nicht gerne mache. Rexa! Da ich aber Kreaturen bevorzuge, die Charge haben, beziehungsweise andere Kreaturen, die anderen Kreaturen Charge geben. Nun ja, ich habe da mal was vorbereitet. Unleash the Hounds schon mal sehr gut. Und Timberwolf Unleash the Hounds, perfekt. Greetings, Traveler. Greetings, Friend.
So. Hilfe, was war das? Keine Ahnung. Ja. Was du bist. Ah, hier schon wieder. Nee, ich glaube nicht. Ein weiteres Biest für eins wäre praktisch. Da könnte ich direkt in die Vollen lang. Aber vielleicht sollte ich versuchen, nicht so gierig zu sein. Ja, ich probiere mal eher auf Greed zu spielen. So viele Kreaturen wie möglich dann quasi im ersten Zug angreifen lassen und massiven Damage. Charge, ja. Sorgen wir uns mal ein kleines bisschen Card Luck. Ja. Gut. Ah ja. Und das wird der Board clear. Klatsch. Sorry. My apologies. Oh, ein Murloc. Hat er mehr davon oder ist es nur ein unglücklicher Ausrutscher in seiner Deckkalkulation? Na gut, ich glaube, es wird Zeit. Der nächste Starving Buzzard. Ich glaube, der Houndmaster war eine gute Idee für dieses Deck. Die andere Karte ist eine Karte, die allen anderen Minions Charge gibt. Ist also generell allen Minions Charge. Ich komme jetzt nicht mal auf den Namen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Sorry! Es tut mir leid. Ah, okay, das war abzusehen. Das musste passieren. Was mir momentan an Hearthstone ganz gut gefällt, ist, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie in so fixe Phasen unterteilt ist, wie nach dem Motto, du musst jetzt irgendwie das und das spielen und erst dann kannst du angreifen. Und sonst, oh, verdammte Scheiße! Nee. Well. Oh, Moment, das ist ein Beast. Es wird Zeit. Für ein paar fiese Kleinigkeiten. I hope you like my invention. Job's done. Oh, eine Waffe. Okay. Ha. Huh. War das jetzt Taktik, kleinen Minion zu spielen, um das Secret irgendwie aufzufangen? Spielt er jetzt was Größeres, was mit Nirwumms? Nein, er spielt so. Und dass er jetzt den Zug beendet, gefällt mir nicht. Ich will nicht wissen, was er noch auf der Karte, auf der Hand hat. Das könnte verdammt fies werden. Okay, jetzt ist die Zeit gekommen zu handeln.
Und ich glaube, das war nicht die beste Herangehensweise. Würde nächstens, wenn der Gegner jetzt was Größeres spielt, kann ich mich wahrscheinlich mit Deadly Shot und Kill Command im nächsten Zug retten. Reckless Rocketeer mit Charge. Okay. Der Taunt wäre hinüber. Das Potenzial vom Houndmaster verschenkt. Einfacher Trade. Jetzt knöpfen wir uns den Typen mal vor. I hunt alone. Zwingen ihn zu an. Erst muss er den Frog beseitigen. Und dann kommt der Rest dran. Ah, Flame Tongue Totem. Ja. Okay. Der andere geht auf eine Kreatur oder auf mich? Traust du dich, das Secret zu triggern? Was passiert jetzt? Los, komm schon. Ich will's. Oh boy. Das war. Oh Gott. Ha! Das war ein Fehler. Und eigentlich. Oh, er hat aufgegeben. Well played. GG. Ah. Das lief gut. Gar nicht mal so schlecht. Zwei Spiele, zwei Siege. Was kommt als nächstes? Seht ihr in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Alex T. Fenris, der Kartenlehrling. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.